Ich habe die große Freude, Ihnen mal wieder ein Feedback zu kommentieren, was mich erreicht hat bereits im Januar. Und Sie wissen, ich habe selten Zeit, wirklich zu Feedback viel zu sagen, denn natürlich bekomme ich das sehr, sehr viel in großer Zahl. Manchmal kurz, manchmal ausführlich und manchmal sind auch interessante Dinge drin, von denen Sie was lernen können. Also hier jetzt eins aus Thüringen vom Januar 2020, Januar diesen Jahres. Also, der Teilnehmer schrieb mir: Guten Abend, Herr Behrens, ich habe bei Ihnen vor 2 Monaten den ganzen Kurs gekauft. Also das war damals der Komplettkurs, das ist jetzt Komplettkurs interaktiv mit auch dem Gruppentraining. Wir werden schauen, ob er darüber überhaupt teilgenommen hat. Sehr herzlich möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihre Arbeit. Ja, gerne natürlich. Mit Hilfe Ihres Kurses habe ich mich intensiv innerhalb von 2 Monaten auf die FSP vorbereitet. Also, ist eine Frage, die mich immer wieder mal erreicht. Wie lange braucht man denn nun für die Vorbereitung? Das hängt sehr davon ab, natürlich, wo Sie anfangen, was Sie noch brauchen und natürlich, wie intensiv Sie arbeiten können. Ja. Er sagt nun, intensiv innerhalb von 2 Monaten. 2 Monate sind insgesamt ja schon relativ viel Zeit, wenn man halt auch jeden Tag etwas Zeit investieren kann. Nun, jetzt wird es nochmal interessant, bevor ich auf Ihr Angebot stieß, müsste es heißen, war ich sehr stark frustriert gewesen, weil ein empfohlener Kurs für Ärzte kam ihm enorm kindisch vor. Ja, meine Gruppe sprach leider kein Deutsch und alles lief so chaotisch ab, was ich mir kaum vorstellen konnte. Und dann fange ich an, nach einem anderen Weg zu suchen. Also, es gibt gute Kurse von anderen Schulen, die das irgendwo anbieten. Das gibt es, ja. Aber ich höre es leider auch immer wieder, dass On-Site, also Präsenzkurse, auch sehr, sehr kritisch gesehen werden. Aber das ist wie mit allem. Auch Online-Kurse können schlecht sein. Sie müssen sich das anschauen, was da Ihnen angeboten wird. Und bei einem Gruppenkurs können Sie das nicht wirklich. Das Problem mit Feedback von Kollegen ist auch immer, die können ja nicht vergleichen. Die haben in der Regel nur eine Sache gemacht und wenn sie die fragen, naja, wie war der Kurs, dann sagen sie, naja, war halt gut oder nicht. Aber können die wirklich vergleichen? Ja, schauen Sie sich das an, was ich Ihnen auf YouTube zur Verfügung stelle. Da sehen Sie, wie ich arbeite und wie die Qualität ist und dann wissen Sie auch, was Sie kriegen. Nun, dann fing er an, nach einem anderen Weg zu suchen, entdeckte natürlich Fachsprache.org und nach einem Hin und Her, ja, das ist der Prozess des Überlegens und deshalb veröffentliche ich auch diese Feedbacks jetzt mehr und mehr, damit Sie einfach auch sehen, wie Kollegen das sehen und zwar auch differenziert. Was ich persönlich hilfreich fand, war die schriftliche Dokumentation. Gut, aha, das freut mich immer zu hören, was Ihnen besonders geholfen hat. Und er hat das tatsächlich jeden Tag geübt. Ja, der Dokumentationsteil im Kurs ist dieses Jahr mehr und mehr interaktiv geworden. Sie können also Ihre eigenen Dokumentationen schreiben und kriegen Feedback dazu. Das ist relativ einzigartig und ist aber nötig, damit Sie es tatsächlich lernen. Einfach nur Lesen von Protokollen oder noch schlimmer von irgendwelchen Briefen wird nicht reichen. Und er sagt auch, es hat sich herausgestellt, dass das schließlich einen großen Einfluss auf die Entscheidung des Ausschusses hatte. Die Kommission war sehr zufrieden mit schriftlicher Dokumentation. Mein Fall war Apnoe. Patient sprach sehr schnell und undeutlich. Keine Zeit, ihm ein paar Fragen zu stellen. Ja, also das sind relativ anspruchsvolle Gesprächssituationen manchmal. Umgangssprache, Akzent, relativ schnell, undeutlich. Mittlerweile haben Sie im Videoarchiv im Komplettkurs weit über 100 Stunden Video. Das heißt, das ist viel Zeit, mich als Muttersprachler da zu hören in den verschiedenen Rollen als Patient. Und ich spreche auch oft relativ schnell und manchmal auch ein bisschen undeutlich. So wie vielleicht auch jetzt. Und
das müssen sie manchmal auch haben, dass sie sich daran gewöhnen. Ja, ich kann nicht immer nur sprechen wie im Deutschunterricht. Verstehen Sie? Okay. Und er dachte schon, er schafft es nicht und der große Teil von Prüflingen war durchgefallen. Aha. Ich habe nur zur Sache geschrieben, Ihre Ratschläge, Tipps und alles hat mir sehr geholfen. Machen Sie weiter so, viel Erfolg. Und das freut mich. Ohne Sie hätten Sie die Prüfung nicht bestehen können. Naja, Sie hätten sie schon irgendwann bestanden, aber vielleicht noch nicht. Ja, das größte Kompliment sind für mich nicht unbedingt, wenn mir jemand sagt, ich habe die Prüfung bestanden, sondern natürlich solche Berichte, wenn jemand sagt, dass bestimmte Dinge jemand, also der Teilnehmer das Gefühl hat, es hat ihm wirklich tatsächlich geholfen. Das ist große Klasse und gut. Was ich auch überhaupt nicht brauche, sind lange Berichte von irgendwelchen, was der Patient dann hatte. Das interessiert eigentlich niemanden. Sie müssen es können. Ja, das Auswendiglernen von Protokollen ist eigentlich schwachsinnig. Ja, das bringt Ihnen vielleicht in München noch Vorteile, aber das wird sich sicherlich auch bald ändern, wenn sich die Fälle häufiger verändern. Also das freut mich natürlich sehr, wollte ich mit Ihnen teilen und hoffe, es nützt Ihnen was bei Ihrer Entscheidung. Wenn Sie noch beim Hin und Her sind, dann hilft Ihnen vielleicht dieses Feedback eines Kollegen. Viel Erfolg bei der Vorbereitung.